Ja, und da sind wir wieder. Willkommen zurück in Monster Underworld. Wir streicheln erstmal Pogi. Ich freue mich schon ein bisschen, wenn ich ihn sehe. Perfekt. Und der freut sich auch. Okay, und Kartoffel haben wir auch noch. Die wunderbare Kartoffel. Ach, es ist so toll. Okay, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Und ich habe in der Zwischenzeit, als ich ein bisschen Zeit habe am Abend, habe ich ein bisschen Monster in der Welt hier gespielt. Ich habe aber keine schweren Monster besiegt. Ich habe keine neuen Quests angenommen. Ich habe nur ein paar Untersuchungen gemacht, die ich sowieso schon mal gemacht habe. Zum Beispiel Baroth habe ich besiegt. Also gefangen. Und diese eine Untersuchung, in der ich den Großjagras hatte, diesen Puke Puke und den Kuluyaku. Das habe ich auch gemacht. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Geld. Und ich bin aus Versehen zweimal ohnmächtig geworden bei der Baroth-Quest. Ich war unvorsichtig. Also bin ich jetzt insgesamt schon dreimal ohnmächtig geworden. Was ein bisschen schade ist. Aber okay, ist ja nicht schlimm. Ich mache keinen No-Hit-Run oder sowas. Okay, schauen wir mal. Was können wir machen? Ich habe in der Zeit ein paar Untersuchungen angenommen, die ich denke, die würde ich gerne machen. Zum Beispiel hier Anjanath oder Paulumo oder ein Tobikadachi wieder. Baroth, weil hier ein paar goldene Sachen dabei waren. Sind das diese Anjanath-Quest mit 15 Minuten? Ja. Aber was ich jetzt vorhabe, ist jetzt erstmal, dass ich jetzt nicht in... Oh, da liegt sogar mein Baroth. Dass ich jetzt nicht hier mit der Meisterin der dritten Flotte rede, um zum Tal der Verwesung zu kommen. Nein, ich würde gerne ein paar optionale Quests machen, weil die sind gerade offen. Und bevor ich jetzt weitermache, also in der Hauptquest, der Hauptreihe, schaue ich doch erstmal vorbei in den anderen Kantinen-Quests zum Beispiel, damit wir mehr Essen haben, was super wird. So. Deswegen gehen wir einmal hoch zur Schmiede. Wir können gleich eine neue Waffe mitnehmen. Ich weiß gerade nicht, welche. Ich glaube, die Insektenbläfchen wäre das nächste. Und der will mit uns reden. Ich habe noch nicht mal mit jemandem geredet, die nicht mit uns reden wollen. Aus Versehen habe ich ein Tutorial übersprungen bei der Insektenbläfe, als ich in der Truhe auf Kinsekt geschaut habe oder irgendwo da. Dabei drüben bei dem anderen noch nicht mit ihm. Das ist unglaublich! Ja, wie ich sehe, hast du da was Neues. Ein Talisman, hä? Diese Dinger sind faszinierend. Aber deiner unterscheidet sich von denen, die ich gesehen habe. Er wurde mithilfe der Technologie der ersten Viverian produziert. Weißt du was? Ich werde mit der Verschmelzita reden. Vielleicht finde ich heraus, wie mein Talisman hier in der Schmiede herstellt. Also, was hören wir dieses Mal zusammen? Wie wär's mit... Erstmal einer... Mit Talisman? Nein. Wir schauen erstmal, was wir für Talisman zusammenschmieden können. Wir haben einen Verteidigungsboost... gar nicht mal so schlecht ist, wir bekommen mehr Verteidigung rein. 5, das ist ungefähr 10% von dem, was wir haben. Obwohl, eigentlich weniger. Sogar mehr. Man kann das richtig auf 35 erhöhen, nochmal ein Zusatzbonus von 10%. Da kriegt man schon eine Menge Verteidigung rein. Besonders am Anfang. Nett. Jetzt haben wir noch Angriffsboost. Ja, wer braucht schon Verteidigung, wenn man nicht getroffen wird? Alles auf Angriff. 21 mehr. Ist das viel oder ist das wenig? Ich meine, ein Angriff von plus 3, das ist jetzt... Obwohl, da steht plus 4, 3, also plus 10. Schwierig für mich zu bestimmen. Naja, wenn plus 3 ist, dann ist plus mehr. Okay. Verstehe ich noch nicht, aber in Ordnung. So, dann haben wir doch Widerstand, Feuerangriff, Angriffsboost. Was macht der nochmal? Achso, plus, ich war wieder hier. Ich muss runterscrollen. Wir haben verschiedene Sachen. Ohrenresto, Spüren, freie Mahlzeit zum Beispiel. Nahrungsmittel können mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kostenlos verzehrt werden. Schwere Artillerie zum Beispiel. Verbessert Feuerkraft von Ballisten und Kanonen. Sowas hätte ich gerne, wenn ich wieder gegen den Sora Magdaros kämpfen. Biologe oder Botaniker zum Sammeln, damit man mehr Sachen mitnehmen kann. Schnell ist. Beschleunigt den Konsum von Objekten in hohem Maße. Zum Beispiel das wäre toll. Wirkbereich Artillerie. Wir waren abzunehmen. Kraft der Angriffe um 10%. Erhöht die Kraft jeder der Angriffe. Also die von Wyvern Feuer
Patrone, Gewehrlanze, Detonationsmunition, Fiole, der Energieklinge, versteckte Explosion und so weiter. Okay. Aber das machen wir erstmal nicht. Wir schmieden erstmal eine neue Waffe und zwar. Oder Energieklinge hatten wir. Und jetzt kommt die Insektenbläfe. Einfach mal schauen. Und zwar machen wir wieder die Knochen. Ja, das ist doch ein Zauberstab. Den rüsten wir erstmal aus. Eine grobe Insektenbläfe aus leicht erhältlichen Knochen. Und somit ein verlässlicher Freund für neue Jäger. So, die verbessern wir noch. So, auf. Der ist einfach nur geiler. Wunderbar. Und die dann in noch geiler. Eine grobe, ja, verlässliche Freund. Ja, die ist einfach nur toll. Ja, dann machen wir die noch besser. Ja, was können wir da unten noch nehmen? Juratodus, Aquabeutel. Davon haben wir so wenig. Wir nehmen die Knochenstab 3. Na also. So, und was wir hier machen könnten mit Insektenklefe, das habe ich leider schon angeklickt. Kaufe und entwickle Kinsekten für den Insektenklefe. Wir können mal schauen. Kinsekt entwickeln. Element ändern, kaufen. Wir schauen mal, was haben wir denn da alles? Wir haben einen Keulendrohnen 1, Abtrennen und Gift und Stumpf und Heilung. Also wahrscheinlich können wir ein Insekt einsetzen und der macht dann Giftschaden und Abtrennen, falls wir wahrscheinlich zum Beispiel den Schwanz abtrennen wollen oder so. Und Stumpf wahrscheinlich auf den Kopf. Könnt auch welche entwickeln. Ach, wir können dich verstärken. Was kostet mich das? Einfach nur Eisenerz. Ja, dann nehmen wir den doch, den Keulendrohnen 2. Eisen haben wir genügt. Erdkristalle haben wir auch. Machen wir den einfach noch besser. Schade, da steht kein Text zu denen. Okay, das würde ich jetzt nicht ausgeben. Da bin ich jetzt geizig. Der reicht mir sogar schon. Der ist Keulendrohnen 3. Insektelement. Okay, da können wir die einfach nur austauschen. Kinsekt kaufen. Keulendrohnen und Schadensdrohnen. Okay, kein Problem. Na gut, dann testen wir das jetzt. Da ist sogar mein Insekt hier an der Seite. Einen riesigen Käfer. Ich kenne Leute, die würden durchdrehen, wenn sie so einen Käfer in der Hand hätten. Wieder ein schöner Tag. So, wir essen erstmal in der Kantine. Ich hätte gerne... Leben. Sehr gut. So. Hey, Partner. In Ordnung, Partner. Gehen wir uns... Nee, wir schauen uns nicht das Tal der Verwesung an. Wir gehen... machen eine normale Quest. Hier zum Beispiel eine optionale, Stufe 3. Wir müssen sammeln Pflanzenfresser-Eier. Tja, bereit für ordentlich Beintraining? Gut. Und das brauchst du... Nee, und die brauchst du, wenn du vor der Aperz-Herde wegläufst. Jetzt besorg mir mein Protein. Okay, da steht sogar die Merskolerschkoch, die Bosskatze. Genau, neue Kantinenzutat, das machen wir. Also, wir wollen die Katze nicht enttäuschen. So, da lädt die gesamte Welt. Interessant zu wissen, was genau er lädt. Transportquest. Bei Transportquest musst du Objekte, die nicht in deine Tasche passen, zum Beispiel Monstereier, zurück ins Lager transportieren. Sobald du die erforderliche Anzahl an Objekten der Forst abgeliefert hast, hast du die Quest geschafft.
Während des Transports eines Objekts kannst du die Waffe nicht benutzen, wie bedauerlich. Wenn du stürzt oder angegriffen wirst, lässt du das Objekt fallen und musst wieder von vorne beginnen. Plane deine Route gut. Rechne Radien da hinten. Du kannst noch immer sprinten, Vorsprünge erklimmen und dich über Wände bewegen, während du ein Objekt transportierst. Aber pass auf, dass dir die Ausdauer nicht ausgeht. Um das transportierte Objekt fallen zu lassen, drücke E. Ja, kein Problem. Wir haben ja schon mal ein Ei hierhin transportiert. Das sehe ich weniger als Problem. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind, aber wir können ja mal hier ein bisschen das hier mitnehmen. Hier und die können wir auch mal fangen. Die Insektenglefe ist eine Nahkampfwaffe, die Kinsekten kontrollieren kann. Dankeschön. Ich hätte vom... So, das nehmen wir mit. Ein Schäferhasen. Ich meine, ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar im Korallenhochland gefangen, als ich die Aufnahmen gemacht habe. Da habe ich viele Tiere gefangen. Die könnte ich irgendwann mal durchlesen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir haben einiges zu tun. Was hat denn der da gemacht? Ach, das sind Grillen. Warte. Mist. 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 Ameisen. Okay, dann nehmen wir Ameisen mit. Das Einzige, was wir uns schnappen können. Ameisen. Okay, wir machen die Quest. Das dauert sowieso ewig. Hat der schon wieder? Aha. Ein Schäferhase. Ich meine, wir könnten ja die hier besiegen. Ha! Also, Aufwärts-Kombo. Was haben wir noch? Weiter Wischer. Testen wir das doch mal einmal. Okay, ein guter Kombo. Jetzt weiter Wischer. Nett. Katapultieren. Okay. Ausweichen. Okay, dann katapultieren. Warte, wir machen mal so einen Angriff. Okay, einfach zuschlagen, dann geht das schon. Jetzt katapultieren wir uns und schlack. Und. Okay, wir können sogar nach vorne katapultieren. Interessant. Wow. Ausweichen in der Luft. Du willst mich verarschen, ist das geil. Aber wir können nur nach vorne ausweichen. Aber trotzdem, wir sind fast gar nicht auf dem Boden. Hm? Jetzt. Clown-Angriff in der Luft geht auch noch. Okay, warte, ich will nochmal diesen schweren Schlag machen. Bam. Dann Doppelhieb und Ausweichhieb. Warte, warte, warte. Jetzt hab ich's. Bam. Nein, das war falsch. Bam, nach unten. Bam, und dann so. Nee, das war falsch. S und dann rechts. Okay. Mal. Okay, sehr viele Angriffe. Interessant. Wir haben doch noch ein Insekt. Wie machen wir das? Zielmarkierung. Ah. Vernichte den Hasen. Oh, vernichte den Kuliaku. Weil gegen den wollen wir uns erstmal nicht anlegen. Da gibt es bestimmt eine andere Quest. Wir schnappen uns erstmal die hier. Kinsekt, Feuer. Okay, der greift dann das an. Weil wir Nektar drauf gefeuert haben oder sowas. Interessant. Kinsekt, Aufladung. Ja, dann lad mal auf. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Na, dann kommt her. Okay, wir sind nicht unsterblich, wenn wir fliegen. Trotzdem aber alle besiegt. Wir haben jetzt überall Zeug.
Nehmen wir erstmal ein Ei mit. Warte, kann ich die fangen? Das war falsch. Nicht. Bedauerlich. So, wo habe ich die Eier? Da habe ich eins. Du brauchst beide Hände, um große Objekte zu tragen. Bringen wir das ins Lager zurück und bereiten es für die Lieferung vor. Jo, ich bin mal so frei. Oh Gott. Hilfe! Okay, das ist nicht langsam. Hilf mir, Bambi! Auf der Kartoffel tu irgendwas. Okay, da müssen wir hoch. Oh Gott, jetzt kommen sie alle auf uns zu. Das ist nicht euer Ei. Ihr könnt es nicht alle ausgebrütet haben. Oh Gott. Oh. Meine Güte. Okay, das ist gefährlicher, als ich dachte. So, und jetzt müssen wir gleich Leertaste oder E drücken. Ich liefere das mal mit F ab. Monster Hunter Freedom habe ich dann aus Versehen kurz vor der Tour ausgewichen. Das war blöd. Das Ei eines Pflanzenfressers. Bring es ins Lager, wenn du kannst. Da habe ich kein Problem mit. Dann. Okay, kennen wir eigentlich hier Sternzeichen? Nicht Zeichen. Sternbilder? Der große Wagen zum Beispiel. Würde keinen Sinn machen, aber trotzdem. Oh. Aus dem Weg, ich muss hier kurz vorbei. Dankeschön. Ja, ja, macht euch nur selber fertig. Kein Problem. Ich möchte bei diesen Streitigkeiten nicht mitmachen. Das ist nicht meine Art. Die sich streiten wollen, bitte. Ohne mich. Okay, die, wenn ich nicht ausweiche, dann könnte ich mich ganz schön erwischen. Okay. Okay, wisst ihr was? Jetzt rennen die weg. Jetzt rennen die weg. Feiglinge. So, kommt her. Untersuchung hinzugefügt. Was für eine Untersuchung, bitte? Mit Absaros? Ja, der Kuliako kommt wieder. Er hat wieder Hunger. Dann werden die sich doch sicherlich um ihn kümmern, nicht um mich. So, die lasse ich jetzt mal da. Also die sind von ihm abgelenkt, nicht von mir. Ja, doch nicht. Okay, diese Kelbis hier. So, ich hoffe, der lässt mich jetzt in Ruhe, weil ich bin 1000 Kilometer entfernt. Nee, den lässt er mich nicht. Komm schon, renn! Auf! Warte, wir locken den mal kurz zur Seite.
Ausdauer bist du atemlos und leicht verwundbar. Warte, ich habe eine Ausdauer. Die Krieger behalten den Balken immer im Auge. Ich wusste nicht, dass ich eine Ausdauer habe, während ich das trage. Okay, warte, wir grillen mal kurz. Perfekt, ein gebratenes Steak. Mist, jetzt dauert diese Quest länger, als ich wollte. Jetzt sind da Milliarden. Egal, das kriegen wir schon hin. Wir nehmen noch ein Ei und verschwinden von hier. Ich meine, das Problem ist, ich sehe ja nicht mal meine Ausdauer. Oder soll ich wissen, wie viel ich noch habe? Wir schauen mal, wenn das vielleicht da oben rot wird. Wir weichen mal kurz zur Seite aus und hoffen mal, dass wir so ein bisschen aufladen. Gut, die sind jetzt gerade ein bisschen beschäftigt. Sehr gut. Nicht mein Problem. Oh, kommt schon, ganz ehrlich. Weg mit euch! Jetzt wird's lächerlich. Was mache ich denn hier? Ich lösche alle aus. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt rennen sie natürlich alle wieder. Und die verstecken sich jetzt da. Nicht mit mir. Kommt her. Kommt her. Glaubt ihr, ihr könnt euch hier ausruhen? Ich hab mich so genervt. So, komplett verfehlt. Okay, jetzt nehmen wir den schnell mit und verschwinden. Hopp, hopp, hopp. Und weg mit uns. So. Meine Güte. Die sind auch aggressiv. Ich weiß ja gar nicht warum. Aber die schönen Häschen hier. Erinnert mich ein bisschen an, die sehen zwar ganz anders aus, aber waren nicht weniger niedlich. Aus Ark Scorched Earth. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Diese kleinen Tierchen, die immer das Wetter angesagt haben. Ob eine Hitzewelle kommt, Gewitter oder ein Sandsturm. Das war noch zu der Zeit, als ich in Ark Scorched Earth auf dem offiziellen Server gespielt habe. Und ich war irgendwie einer der wenigen, die das Tier lesen konnten. Weil die hat, je nachdem, was halt war, die in einer anderen Animation gemacht. Bei Sandsturm war das, glaube ich, er hat, glaube ich, die Ohren flach gehalten. Also, er hatte so längliche Ohren, ich glaube, die hat die flach gehalten. Bei Blitz hatte er, glaube ich, die Ohren und den Schweif zittrig. Und bei Sandsturm hat er, glaube ich, die Ohren flach, damit kein Sand reinkommt. Bei Hitze hat er, glaube ich, seinen Kopf geschüttelt oder sowas. Ja, Munition können wir mitnehmen. Die Flaschen. Also das war falsch. Wie mache ich das nochmal? So, nee. So. Egal, ich habe wieder den Sprung vergessen, wie der geht. Na, ja, heldenhaft, wie wir das Ei abgegeben haben. Ich erinnere mich noch genau, als wäre es gestern gewesen. Ein Stahlei, ein Ei aus funkelndem Stahl. Kostbar und selten, aber für Jäger nutzlos. Ein Wertobjekt aber. Okay, Hauptsache noch ein Donnerkäfer. Machtsamen. Steigert vorübergehend deine Angriffskraft durch besseren Energiefluss.
So, Pflanzenfresserei. Na endlich. Wir brauchen so viele Zutaten, wie es nur geht. Also die Insektenglefe ist auch cool. Man kann schön hier umher springen. Neue Untersuchungsergebnisse. Was wisst ihr? Du bist so nett zu mir. Ja, ich weiß, du willst mir aushelfen, aber also vergiss nicht, hier in unserer kleinen Ressourcenzentrale vorbeizuschauen, bevor du da rausgehst. Vielleicht findest du den einen oder anderen Beutezug, den du da draußen erledigen kannst. Okay, was hast du gefunden? Nichts. Kann ich Lieferungen machen? Schamos Lederhaut, Mosswein, Mooshaut. Und Aquabeutel. Okay, ja, okay. Ja, ich wollte noch vorbeischauen, und zwar hier, dem schönen Baum. Ich glaube, ich muss mit dem reden. Hey. Ja, hallo, und du bist immer noch so voller Energie. Und kann ich dir helfen? Ja, ja, gib mir mal das da. Hier, große Hortfliege, deswegen machen wir das. Ich würde nochmal düngen, und zwar mit noch mehr Lockmittel-Gelee. Perfekt, weitermachen. Bemühe dich bitte. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass jeder Jäger, der uns bei der Forschung hilft und Monster lebendig fängt, einen netten Bonus erhält. Und was gibt es? Ein Juratodus zum Beispiel. Oh. Sehr gut. Weitermachen. Dann würde ich noch ein paar Sachen hier ablegen. Das, was wir halt so finden. Die ganzen kostenlosen Munition. Ich habe schon zu viele davon. So, neue Quest. Was haben wir jetzt für optionale Sachen? 20 Narrenkakteen. Ich würde das mal austauschen. Wir machen jetzt einen Gegner. Wir fangen mal ein Paolumo. Paolumo leben im Korallenhochland. Über ihre Aktivitäten, Ernährung und Nistverhalten wissen wir nichts. Wir fangen ein, damit wir mehr über diese Kreatur herausfinden können. So sei es. Geh mal über das nordöstliche Lager raus. Danach machen wir wieder die Narrenkakteen und so weiter. Ich glaube, ich nehme die Glefe mit. Das schaffen wir bestimmt. Auf zum Aufzug. Auf zur Kantine. Wie die da alle essen. Furchtbar. Was für ein Verhalten. Exzellent. Und raus mit uns. Weißes Monster, weiße Kittel. Falsch. So, den müssen wir fangen, deswegen nehmen wir mal alles mit hier. Toll, toll, toll. Die ganze Munition. Noch ein Knopf, mit dem ich alles einfach mitnehmen kann. Ja, okay. Wegpunkt festlegen, Quest-Info ein ausblenden. Okay, kein Problem. Naja, wenn ich schon hier da war. Quest-Info. Wir aktivieren Paolumo. Suchaktion eingeleitet. Suchmodus aktiviert. Bestimmt diese ganzen Würmer wieder. Egeana, den suchen wir nicht. Aber wir können die Punkte mitnehmen. Jetzt ist mal sind wir weggelaufen. So ein bisschen Moos. Die ganzen Urzeitwesen da oben. Habe ich gelesen, ich glaube, die gleiten auf der Thermik. Ich glaube, so war das nochmal.
Eine Untersuchung, perfekt. Deswegen sammeln wir auch die Dinger, nicht nur für die Punkte, sondern auch damit wir Untersuchungen bekommen. Es soll sich ja lohnen. So, hier haben wir irgendwo 0 Bären, aber wir suchen andere Dinge. Wop. Und. Wop. Schlafkraut, sehr wichtig. Schlaffrosch, aber den suchen wir nicht. Ein paar Muscheln können wir noch mitnehmen. Sequalen habe ich auch schon eingesammelt. Toll. Später muss ich durchlesen, was genau die sind. Hier haben wir keine Sachen von Paulume. Wir können auch bei seinem Nest vorbeischauen. Das war, glaube ich, wenn man da hinten durchgeht und dann links. Und mehr Muscheln. Sehr wichtig. Super Abalone. Qualitätsabalone. Und noch eine Qualitätsabalone. Wir nehmen nur das. Wir nehmen nur das Beste. So, Schnallenbeere. Ein bisschen Kraut. Eine Sprengnuss. Noch eine Sprengnuss. Für die Detonationsmunition, okay. Euch, wie ich diese Westpolz hasse. Ja, deswegen hasse ich die. Weg mit euch. Eine Untersuchung mit denen. Widerlich. So, aber das suchen wir nicht. Wir suchen immer noch den Paul Lumo. War absolut keine Hinweise darauf. Nichts. So. Mein Gott, warum muss da gerade jetzt was sein? So, führet mich Käfer. Wop. Ich mag das, wie das hier aufgebaut ist. Wop. Oh. Der sammelt was für einen Baum ein. Der frisst die Pollen. Widerlich, das sind nicht deine Pollen. Runter da. Ja. Okay, ich glaube, das mag er nicht. So, komm her. Okay, das war blöd. Warte, warte, ich habe eine Idee. Es ist, wir dürfen ja nicht unterschätzen. So, da an die Wand und weg. Perfekto. Weg mit den Flügeln, der soll ja nicht fliegen. Was war das? Das war geil. Ich möchte die Flügel ein bisschen weiter beschädigen. Ist auch immer so interessant, aber wer bekommt denn da einen dicken Hals? Au. Oh. Ja. Warte, warte, warte. Nein, das war der Hals. Das wollen wir nicht. Das waren die Flügel. Okay, das ist jetzt blöd mit dem, Okay, der greift in den Kopf an. Weg mit dem Kopf.
Ach, das ist der. Okay, wir sind auch erwischt. Uns hat er auch erwischt. Na super. Oh Gott, der macht die ganzen Quallen kaputt. Ja, ich wollte ihn noch runterwerfen. Schleifen wir nochmal. Das nehme ich noch mit. Ach, schon voll. Sowas. Gut, aber wenn er jetzt schon abhaut, dann haben wir uns gut geschlagen. Ich schaue hier immer, ob diese komischen Käfer da oben sind. Als ich hier rumgelaufen bin, konnte ich mich damit immer herumhangeln. Oh. Achso, ich bin sowieso erschöpft. Okay, was hast du kaputt gemacht? Egal, zum Flügel. Ist egal. Rein da! Ich glaube, sein Flügel ist kaputt. Machen wir den anderen auch noch weg. Der soll ja nicht so oft fliegen, das haben wir schon mal gesehen, dass er sehr oft fliegt. Super gelandet für den Schlag. Dankeschön. So, runter mit dir. Stechkapsel will ich und Feuer. Und Feuer. Und Feuer. Okay, da müssen wir aufpassen. Ich habe eine Idee. Okay, das war nicht die Idee. So, und weg mit dir. Wenn der mir so hilft, bitte. Okay, das wäre jetzt keine Hilfe. So, wenn man eine Waffe haben will, die mobil ist, dann ist es auf jeden Fall diese hier. Das ist Mobilität.
ist weg. Okay, die Waffe ist schick. Falls ich meinen Gegner habe, der relativ schnell ist, dann nehme ich vielleicht die hier. So, jetzt müssen wir mal nach dem Paulumo schauen, ob es dem noch gut geht oder nicht. So, wie geht's dem? Beweg dich! Ich weiß nicht, wie ich manchmal diesen starken Angriff mache. Aber er ist cool. Ja, wir müssen die Waffe nachschleifen, die ist am Ende. Okay, sehr gut. Da müssen wir nicht mehr schleifen, wir müssen nur noch fangen. Aber ja. Ja, das war doch gut. Die Insektengläfe gefällt mir. Habe ich drei Lieblingswaffen. Jagdhorn, Insektengläfe und Langschwert. Großschwert ist auch cool. Und der Hammer ist auch gut. Es gibt so viele tolle Waffen hier. Sehr gut.